Das Arschloch! Das gibt's doch nicht! Hey Leute, hier ist der Aldemar zurück mit dem wunderschönen Mountain Blade Bannerlord. Wir sind kurz davor, Krieg gegen Vlandia zu starten, aber jetzt machen wir gerade noch mal kurz einen kleinen Rekruteneinkauf. Ich muss mal hier hinten bei... Nein, wir wollen keine Allianz mit Vlandia. Wir wollen euch erobern. Guck mal, ist echt... Die batanische Pest. Guck mal, Lageta hat Rebellen, aber das ist zu nah am Feind. Ne? Und es ist auch wieder nur eine hässliche... Ah, hier. Wieder ein Angebot hier. Ne, der ist glücklich. Noch! Tja, alle, die gewechselt sind, werden sich glücklich schätzen. Mit mir Vereinbarung getroffen zu haben. Wo ist denn der Rest meiner Armee? Hallo? Hat er das schon wieder? Da ist sie! Kommt jetzt zu mir. Ich bleib mal hier stehen. Vielleicht kommt sie ja dann. Aha. Lol, was war das denn bitte? Ja, die rekrutieren jetzt hier überall. Echt nichts mehr zu holen wahrscheinlich. Ja, die schon wahrscheinlich, aber ich nicht. Scheiße. Okay, dann gehen wir mal weiter da hinten gucken. Holund und Hongard hatte immer gut was. Wie gesagt, ich könnte mir noch Söldner holen. Ich habe nicht das Maximum meines Trupps erreicht. Das ist schon ein bisschen schade. Ich muss hier noch Söldner rekrutieren hier. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, ich überlege, ob ich wirklich eher Scheißsoldaten in die erste Reihe packen sollte. Beim Sturm, den ersten Sturm auf die Zinnen einfach nur die ganzen Bauern verheizen lassen. Na toll, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Galant gibt es bestimmt auch nichts. Galante. Gut, Pansen, ey. Alter, 122 hat er einfach gemacht. So, jetzt noch kurz Galant und dann geht's los. Dann gehen wir zurück nach Ostikan. Nein. Nein, Vlandia. We're not doing this. Ich meine, Ostgarland wäre auch eine Option. Wäre sogar noch besser. Ich meine, sollen wir Garland platt machen? Was ist das hier? Ich meine, das wäre auch eine Möglichkeit. Wäre sogar vielleicht noch besser. Dann haben wir hier Burg Hongard, Jakulan. Zwei Städte ziemlich nah. Hier zwar auch. Aber hier hätten wir dann erstmal nur Ostikan. Davon sind 500 irgendwas Milizen. 70 Kavallerie, das ist Schrott. Kavallerie, Vorhut. Landische Scharfschützen, 32, ist machbar. Ist machbar, oder? Ich meine, wir haben genug Essen. Alles klar, dann los. Wir warten noch auf... Naja, Pansen müsst ihr eigentlich dazu schon. Ne, wir warten noch auf Pansen. Können wir hier so lange noch stehen bleiben, die Leute können rekrutieren. Gehen die hier bestimmt wieder rein, ne? Oh, guck mal, sehr schön. Ach, die wollen Rekruten holen. Ah, wir sind aber schon hier. Wir rekrutieren der Stadt, um sie gleich mit den Rekruten zu belagern. Wenn die wüssten, die Rekruten, was da auf die zukommt. Oh Gott, warum wollen wir rekrutiert, um unsere eigene Stadt zu belagern? Oh. Jo, dann machen wir hier Katapulte drauf oder Trebuchets, reißen alles rein und greifen einfach wild an, oder? Ich hatte zwar schon Misserfolge mit den, ich meine, wenn wir die Katapulte haben,
Dann schießen die nämlich bestimmt. So, okay. Seid ihr bereit? Ich speichere jetzt mal ab. Für jegliche Crash oder was auch immer. Alter, wir sind 1000. Komm, 1300. Und wir lagern das Ding in Schutt und Asche. Wir schaffen das schon. Wenn das hier geht, dann irgendwas anderes. Don Luca, da kannst du auch mal zurückkommen. Es müssen alle an diesen zeitgemäßen Superschlachten teilnehmen. La 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 bla. Und man, wir haben so viel Scheißtruppen, das wird so dämlich sein, aber... Jetzt hole ich doch Garland, weißt du? Flandia, es tut mir leid. Was? Not enough influence? Wie viel brauche ich denn? 850? Steht da... Das gibt's doch nicht. Kann ich nicht einfach den Krieg erklären? Und es riskieren, scheiße zu sein? Es gefällt bestimmt vielen nicht, aber... Es geht um das Überleben von Gott, Walter. Das gehen die da alle rein. Mann, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt wollen wir gerade hier anfangen und jetzt ist das zu teuer. Komm, wir gehen doch lieber nach Ostikan. Ich gehe. Hier ist mir zu viel Verkehr. Rolund, du Schlunz. Schlund. Ich hab sogar eine Quest. Auf ein neues. Oh Mann, ey. Ja, wir greifen eine Karawane an, dann gibt's Krieg und dann ist ja auch egal. Ist ein illegaler Krieg. Stört ja aber auch keinen. Send und dann verlassen mich alle Lords. Weil ich aus Versehen. Die Karawane hier angegriffen habe. Und... Oh nein, das war eine vlandische Karawane. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ach, Mist. Ach, sowas auch. Ja. Oh, das tut mir leid. Ach, Mist. Das ist ja... bestimmt äußerst unehrenhaft. Ostikan, ich komme. Wir müssen nochmal hier, ne? Vielleicht ein bisschen für die Disziplin ein bisschen aufräumen. So, Heinrich, wehe, du baust nicht Turbo-Geschütztürme. Guck mal, alle dabei. Don Luca, Novent der Schmierige, alle sind hier. Novent hat immer noch krippelige Sachen an. Aber immerhin ein bisschen was. Er hat schon beschwert. Die haben sich irgendwie am meisten beschwert, die Händler. Ich will das! Ich will das! Sind im Spiel und dann noch Sonderwünsche, ne? Okay. Essen haben wir immer noch genug. 1780 und ich habe 658. Auf geht's. Ein bisschen Angst habe ich ja. Die gehen jetzt da rein, ne? Ich raste aus. Ja, wir gehen mal nach hier, damit die da rausgeht. Na gut, dann ist da halt noch Hacker drin. So, belagern. Okay, ich muss gerade überlegen. Ja, wir machen erstmal Trebuchets. Welche Stufe ist das? 3. Leitern sind keine Option. Wenn die Katapulte haben, sind Katapulte... Okay. Machen wir erstmal Trebuchets. Oder? Nein, wir machen Katapulte. Aber die haben halt auch Katapulte.
Wir sind man ja besser. Komm, wir machen erstmal den. Erstmal die Sachen. So, und dann die Katapulte. Könnt's ja mischen, aber eigentlich brauche ich die. Ja, ich misch mal durch. Auf jeden Fall dürfen die keine Katapulte auf ihren Mauern haben, dann sind wir Geschichte. Wenn sie gegen unsere Türme ballern. Übel. Und die haben auch kein Essen mehr. Ach, guck mal, jetzt sind wir schon... Gut, ich habe zwei Katapulte gebaut, dann machen wir jetzt die Trebuchets gerade mal fertig. Ich kann jetzt nicht neue Katapulte bauen. Das ist so ein bisschen komisch gemacht in dem Spiel. Wow, das wird was, Alter. Ich glaube, es wird sehr blutrünstig. Aber guck mal, wir gewinnen einfach nur, weil wir belagern. Vielleicht bleiben wir einfach stehen. Ach komm, so kann man auch noch gut Personal auslöschen. Ich will ja eigentlich die Mauern behalten. Das ist das Ding. Eigentlich will ich die Mauern behalten. Machen wir mal so. Wir greifen an, sobald die Katapulte von uns fertig sind und die von denen ausgelöscht. Können wir die jetzt noch treffen? Sehr schön. Speichert. Sehr gut. So, wir greifen an. Einen Angriff anführen. So, jetzt aber. Das Reich Gottwald, das wird gefestigt in einer Burg, die wir nie wieder verlieren werden. Ich weiß es ganz genau. Genauso wie die anderen 15 Male. So, mir hat gesagt, ich soll alles... Komm, Roches Sturm übernimmt... Ich will mal gucken, ob das geht. Einfach nur mal testen. Ich brauche aber einen, der richtig gut hier. Fernkampf. 150 Bogen. Ah, Sieger. Muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt das wegmache... Dann sind die alle nur bei einem, oder nicht? Ich probiere mal aus. Mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt so machen. Komm, wir experimentieren. Das ist auch eine super Idee. Gucken, was passiert. Alter, guckt euch mal die Burg an. Alter, guck mal, die ist in so einem richtig krassen Tal. Das ist aber hübsch. Ich habe die noch nie gesehen. Gucken wir mal, was passiert. Die sich jetzt aufteilen oder nicht. Sonst sage ich jetzt, Folio Sergeants. Alter, gut, dass sie keine Katapult drin haben. Das wäre jetzt nämlich echt übel gewesen. Geil, guck mal. Wir sind leicht erhoben. Das ist schlecht. Als Angreifer. Also ich sehe schon, dass wir als Verteidiger echt gute Chancen hier haben. Angriff für Gottwalter und das Königreich. Für mich und alles für mich. Geht los, sie sind auf ihren Mauern.
Ja, es geht. Die Bogenschützen gehen sowieso. Guck mal hier. Ja, gut. Sind alle bei dem Turm. Bei dem keiner. Nee, nee. Das Mammel. Pass auf. So, Folio Sergeant. Jetzt müsste die sich eigentlich aufsplitten. Ja, sehr gut. Gut, dann mache ich vielleicht trotzdem nochmal ein bisschen bessere Truppen beim nächsten Mal. Also desto mehr Anführer man hat, desto besser, weil dann, wie gesagt, mehrere kleine Trupps ist immer besser. Dezentralisieren. Ach du Scheiße. Ach, guck mal, das sind nur Lappen. Oh, wir werden sterben. Ja, ihr werdet sterben. Ganz gewiss. Sehr gut. Ja, wir haben Creme de la Creme und die kommen mit Schrott. Aber die Zinnen, ne, wenn ich das so sehe. Guck mal, der umgefallen ist, habt ihr das gesehen? Oh! Ja, du bist umgefallen. Keine Rüstung, beste Rüstung. Oh, guck mal, die ganzen Schießscharten hier auch. Hallo? Guck mal, die ganzen Wurfwaffen kommen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Guck mal, da fliegen sie alle. Ach, der ist schon tot. Okay, dann mal hoch. Ihr Maden. Kakerlaken. Kakerlakenmaden. Ja, ist das nicht toll? Ist das nicht schön? Oh, falscher Knopf. Oh, ich wollte schon wieder runtergehen, siehst du? Oh, der Rambock. Okay, ich dachte gerade, was hier eingestürzt. Oh, der ist schon tot. Na toll. Nicht runterfallen. Das sind doch einige hier oben. Städte am Tor sind jetzt nicht genug. Ach du Scheiße. Wer schießt denn da noch auf mich? Scheiße. Heinrich der Baumeister, ey. Oh nein! Egal, der nächste. Wer bin ich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier hat sich nichts geändert. Ja, in sich aber tapfer. Na gut, okay. Ich glaube, da sterben da ziemlich viele. Guck mal, Eckerrand tut sich gut hier. Oh, er hat sich gut getan. Pansen ist drin. Ah, sehr gut. Die Mauer gehört uns. Schlachtet sie ab! Oh, scheiße. Alter, was war das denn? Das ist gerade ein Armbrustschütze einfach. Bin ich Pansen? Nee, ich bin nicht Pansen. Irgendwas. For glory! I will eat your liver. Guck mal, hier ein Turm in der Mauer. Also, das ist cool, oder? Mit hier mit Schießschaden. Ist das so edel, oder? Aber leider sind die immer viel zu schnell, die Belagerungsschlachten.
Das war's. Wir haben gewonnen. Wo ist denn jetzt hier noch einer? Ach du Scheiße, der hängt irgendwie da fest. In der Mauer, oder was? Lasst mich hier raus! Ah, ist vorbei. Du kannst gehen, Baron Heckart. Gnade zeigen. Jawohl. So, jetzt ins Verlies. Der erste Mal müssen wir jetzt hier reinmachen. Pass auf. Was ist Novent eigentlich? Treue. Plus 4. Generell doch wegen mir oder was, ne? Pass auf, hier kommt jetzt Heinrich rein. Gibt es direkt minus 1 Treue. Ach, Fest und Spiel. Es ist alles auf 3. Das Ding ist auf Maximum überhaupt. Da muss keiner rein. Das Ding ist fertig. Dann gehen wir auf Bewässerung. Wir brauchen nämlich Futter. Dorfwachstum. Unterkünfte. Dorfwachstum, Fest und Spiele. Egal, keine Ahnung. Fest und Spiele, treues 100. Miliz ausbilden. Machen wir trotzdem noch Kohle rein. Ich meine, ich könnte hier, alle Truppen der Garnison erhalten plus 3 EP zusätzlich pro Tag. Komm, Novent. Kommt Novent jetzt hier rein. Novente. So. Festung, Garnison. Ich bin nicht voll, okay. So. Dann müssen wir jetzt zum Dingens gehen. Gut, from Region, bitte. Ja, dann lassen wir das mal an. Und erholen uns jetzt mal gerade. Soll ich sie freilassen? Nee, oder? So, Dörfer werden jetzt bestimmt angegriffen. Theoretisch müssen wir das eigentlich halten können jetzt. Wenn ich jetzt... Ah, du wendest... Ach ja, genau. Wir brauchen ja immer einen Lord. So. Ich meine, jetzt können wir die einzelne Armee auslöschen, die jetzt hier antanzen. Die kommen bestimmt nicht mit einer Armee. So, dann würde ich sagen... Heinrich ist noch hier. Ne, ist Novent. Komm zurück, Heinrich. Novent macht das. Okay, los geht's. Tja, das war's dann wohl. Endlich wieder vlandische Truppen! Endlich! Boah, wir müssen alles, was wir so finden, in die blöde Festung packen. Wir müssen den Rekrutierer mal losschicken, würde ich sagen, oder? Machen wir 50, dann soll das mal. Machen die direkt eine Armee, aber wenige ihn angreifen, ne? Das ist natürlich überhaupt nicht in meinem Sinne. F-
minus 5536. Heidewitzka. Pansen minus. Guck mal, allein Pansen macht minus 2951. Vielleicht sollten wir doch mal weiter angreifen gehen. Ich will die Armee übernehmen. Gut, wir warten mal. Jetzt guck mal, jetzt ist es minus 300. Ist alles machbar. Nee, ohne mich geh nicht. Wo ist der Rekrutierer? Der geht echt raus, ne? Allem rekrutieren, aber so muss das sein. Gut, ich könnte einfach mal ein bisschen Typen angreifen gehen. Wenn alle ja hier bleiben und sich benehmen. Suchen wir nach landischen Lords, die wir platt machen können. Landische Lords, landische Ladies. Flundern. Oh nein, der Non-Aggression-Back. Aua, blablabla. Fraktion? Nein. Diplomatie? Patania? Huiuiui. Läuft das noch? This faction is not interested in Blablabla-Pakt. Ja, sobald Krieg ist, müssen wir in unsere Stadt gehen und beten. Guck mal hier. Wollt ihr denn hin? Oh, ich glaube, das könnte ein bisschen zu viel werden. ...952. Wie gesagt, wenn die ihre Armee auflösen, dann kann ich die nochmal holen. Ich kann die auch so nochmal holen. Wir können Burg Drapant holen. Ich glaube, ich sollte jetzt am Ball bleiben. Ja, das sollten wir tun. Komm, wir lösen die Armee auf. Anschließen. Anschlussformation. Oh nein, es wird auf 100 geschmälert. Habt ihr das gelesen? Oh nein. Hier gibt es bestimmt richtig gut. Es kann sein, wenn wir jetzt Pech haben, dann belagern die natürlich Ostikan. Aber Alter, in Ostikan sind wieder 411. Das ist krass. Ah, okay, so viel zu unserem Rekrutierer. 1300, komm, das muss funktionieren. Wir holen nochmal was essen in Oxhall. Ochsenhalle. Willkommen in der Ochsenhalle! Ja, ich meine, wenn wir Vandia platt machen, dann wird es gegen Batania spielen richtig schwer. Wir müssen versuchen, solange keinen Krieg gegen zu haben. Pass auf jetzt. Krieg gegen Batania. Aber das wird richtig hart, weil wir haben eine lange Frontlinie. Ich würde eher sagen, wenn wir Krieg gegen die haben, dass wir erst hier ein erobern und drauf scheißen. Das müssen dann meine Lords regeln. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich noch mehr Lords anheuern. Alter, auf der Welt gibt es Rekrutierungsprobleme, weil einfach Permakrieg herrscht. Permakrieg! Ich meine, wir können auch direkt Pravent belagern. Boah. Vielleicht doch erstmal Burg Trapant. Trapant? Drapant. Welchem Lord gebe ich die denn dann? Bald ich die auch? Bald ich auch, oder? Ja. Sollen wir da einfach reinrutschen? Ne, wir machen Katapulte.
Pass auf, jetzt kommt bald. Oxal-Rebellen. Los, Angriff, Oxal-Rebellen! Und Rowald auch! Oh, was zuerst? Das ist die große Frage. Wir müssen alles gleichzeitig machen. Jetzt könnten wir Frieden mit Vlandia machen. Das wäre echt nicht schlecht. Wenn die wollen. Ich meine, wir sind super krass. Eine Tributzahlung von 80. Ach, wir können erstmal warten. Können wir dann immer noch machen, wenn es sein muss. Peace to you, Stranger. Eure Siedlung ist schon. Warte mal. So. Tschüss. Ja, Erfahrung bitte. Hat das was gebracht? 13 Upgrades. Los, bevor die Batania kommen. Oh, warte mal. Haben wir unseren Baumeister? So, jetzt aber. Solange jetzt keiner von uns... Alter, Robert kriegen wir wahrscheinlich nicht noch dazu. Das holt sich Batania jetzt wahrscheinlich direkt wieder zurück. Batania das anpisst, dass wir das hier erobern, aber eigentlich gehört es ja niemals Batania. Wir haben die besseren Katapulte. Um Längen. Yo, Heinrich macht sie platt. Und wir können los. Ne, warten noch mal, bis wieder Tag ist. Jetzt. Angriff. Wir müssen uns beeilen. Es kostet aber Menschenleben. Wir haben Reserven! So, okay. Machen wir nochmal neu. Ich mach mal automatisch. Geht das überhaupt dann? Nee, machen wir Kämpfer. Genau. Dreißig. 100% bla. Nee, Sieger. Haben wir Sieger hier? Coole Burg. Gefällt mir auch sehr gut. Aber da sind die Belangstürme irgendwie näher ran. So, das sind die geilsten, weil die Rampen sind 1A. Damit stürmst du alle Mauern. Ja, dann Feuer frei. Bang, bang. Jo, das Ding ist schon im Arsch. Guck mal, das Dach da hinten. Boom. Los, vorwärts!
Das gottwalterianische Reich wird von neuem erstrahlen. Wer auch immer sagt, dass ich das nicht mehr schaffe, nur weil das Imperium permanent Krieg gegen mich führt, Batania unsterblich groß ist, werde ich es trotzdem schaffen. Rebellen. Dreckige Rebellen. Jo. Das zu verteidigen wird echt nicht einfach werden. Ja, oh, sehr schön. Genau, genau. Kommt mit euren Truppen auf die Mauer. Sehr schön. Da freuen sich die Katapulte, wenn sie treffen würden. Wir gehen woanders hin. Knallen wir mal hier ein bisschen ab. Bis jetzt. Habe ich überhaupt schon Verluste gehabt? Ich habe keine. Ja, okay. Alter, die werden schon. Die tun mir schon ein bisschen leid. Ihr könnt euch auch mir anschließen, aber. Ihr habt nicht gefragt, Herr! Ja, jetzt zu spät, würde ich sagen. Die Leute sind durstig. Müssen ja echt nur das Imperium besiegen. Müssen ja nicht die Weltkarte erobern. Das heißt, muss nicht. Natürlich, will ich. Ach, guck mal, der hat Leitern. Und der hat eine Ramme. Eine Rampe, Entschuldigung. Das Tor ist auch im Arsch. Jo, das sind. Das löst sich von selbst. Okay. Ja, und Leiter wäre noch toll. Also, dass man irgendwie alles machen könnte. Funktioniert mal wieder super. Boah, Alter, guck mal! Companions töten Gegner. Dass ich diesen Tag mal erleben darf. Los geht's! Für Gott weiter! Das Großreich! Imperialis Maximalis! Oh, scheiße. Oh Gott. Wer war das? Achtung, Stein! Ich hab ein Schild. Das ist Arschloch! Das gibt's doch nicht! Oh, scheiße! Das war das warst du, Rochus! Guck mal, jetzt gehen so. Alter! Es war klar, dass ich den Stein abbekomme, ne? Alter, guck mal, da sind. Sind die auf meinen Leitern? Whee! Sehr schön. Nein! Oh Mann, das ist nicht meine Schlacht hier, ey. Okay, komm, wir gehen nochmal. Oh, das ist erledigt. Wir sind drin. Schlachtet den Steinwerfer ab! Nagelt ihn an die Festung! Ja, sehr gut, Rochus. Komm, jetzt lasst euch davon doch nicht aufhalten hier. Ich liebe dieses Spiel. Los, jeder nur einen. Jeder nur ein Kreuz, bitte nicht drängeln. Das war's, wir haben gewonnen. Das war der letzte. Oder? Immer noch einer? Jetzt haben wir. Ja.
Ich heiße Aldemar. Die freuen sich, dass ich ihnen geholfen habe, oder was? Ach, ich habe die befreit. Ach, scheiß auf die letzten paar da. Gnade zeigen. Hier kommt Don Luca rein. Treue 99. 99 Treue, ja. Die ist doch wunderbar. So, das. Dann brauchen wir die Festung zum Verlies. Gefangene verwalten. Bin voll, ne? So, jetzt gehen wir raus und rein. Yours is not. Oh, okay. Jetzt wurde er gefangen genommen. Das ist aber blöd. So, jetzt müssen wir zur nächsten Burg. Jetzt haben wir hier natürlich keine... Okay, wir versuchen jetzt... Wir machen jetzt schnell Frieden mit Vlandia. Dann können wir nämlich in Ruhe die Burg zurücklassen. tägliche... Ja, komm. Ich weiß ja nicht, wie lange. Alter, die haben eine Stärke von 5000. So, jetzt die nächste. Rohwald. Rohe Gewalt. Dann haben wir drei Städte. Dann habe ich drei Städte unter meiner Führung und dann gebe ich sie mal an andere Lords ab. Aber ich brauche definitiv Einkommen. Alter, ich muss unbedingt gucken, dass wir nicht Angriffspakt mit, ich muss hier die Folge mal beenden. Mit Batania hinbekommen. Aber die wollen halt einfach gar nicht. Gut, Leute, wir hören hier auf. Wir sehen uns wieder nächste Folge beim wunderschönen Mountain Blade Bannerlord. Ihr seid die Besten und bis dahin wie immer, haut rein.